Metten. Ja. Schön, dass wir bei Ihnen sein dürfen. Herzlichen Dank, dass Sie uns hier in Ihrer Scheune empfangen. Ja, freue mich auch. Viel Kunst steht hier. Wir sprechen erstmal über die Bilder, die im Ingelheimer Kunstverein zur fünften Station der großen Liesel-Metten-Retrospektive hängen. Mhm. Das sind Korbbilder. Ja. Die Protagonisten, das Personal nenne ich es mal, ist das gleiche, sind ihre wunderschönen Fabelwesen, aber das Material ist ein anderes. Es ist nämlich Korkpapier. Wie kamen Sie auf die Idee, Korkpapier zu verwenden? Ich liebe den Scherenschnitt ja richtig aus Leidenschaft, habe aber dann entdeckt, meine Augen werden immer schlechter und dieses Korkpapier, das hat eine wunderbare Struktur. Und das konnte ich noch mit den Augen gut erfassen und habe gedacht, nee, ich mache daraus jetzt mal meine Welt, das kann ich noch und das macht mir unheimlich Freude. Und so hat sich das entwickelt. Und gleichzeitig fand ich dann auch ein Gedicht, ich liebe auch die Literatur sehr, von dem Horst Bieneck. Und dann fand ich jetzt meinem Alter gemäß und auch für diese Korkgeschichte eine Entsprechung. Er ist längst tot, es spricht kaum jemand mal über ihn, aber ich habe gedacht, den lasse ich doch mal richtig aufregen. Ach schön, ja. Und also es ist ein kleines Gedicht, mal sehen, ob ich es zusammenkriege. Es fließt die Zeit, es strömt die Zeit, oder vielleicht steht alles still und nur wir bewegen uns und nur wir fliegen dahin und eines Tages sind wir alt, nicht der Fluss. Das war das Gedicht. Schön. Und danach habe ich, das hatte ich so immer im Hinterkopf, und da habe ich dann angefangen, mir vorzustellen, ich kannte diesen Ingelheimer Kunstverein Raum noch nicht. Das Gedicht fängt vorne an und geht einmal rund um den Raum mit den Korkbildern und ich zeige nicht alles, was ich kann, sondern ich konzentriere mich auf dieses Gedicht. Und so muss es auch gehängt werden. In den Korkbildern vermisse ich Ihre Lieblingswesen, Ihre berühmten Schmetterlinge. Ich habe keine gesehen. Die sind da auch nicht. Passt die Struktur oder die Farbe zum Schmetterling? Nee, da haben Sie vollkommen recht. Das ist ein Material, da wird der Schmetterling gar nicht in die Höhe mitkommen. Also hätte große Schwierigkeiten. Für den Schmetterling habe ich ganz andere Materialien gefunden. Habe ich auch wieder verfremdet. Das waren, ich schöpfe ja dadurch, dass ich auch einen Haushalt führe, auch aus diesen Geschichten, die man im Haus findet. Das waren die Tortenböden, die gibt es so zu Fünferpack. Mhm. Die haben eine fettabweisende Schicht. Ja, genau. Und da habe ich dann einfach aus dem Kasten Schuhcreme genommen, schwarze und ein bisschen Acryl drauf und habe dann hab das auf die eine Fläche gespritzt und gestrichen. Dann habe ich eine leere draufgelegt und dann bin ich mit den Füßen drauf und habe mich rumgedreht. Und dann habe ich das auseinandergezogen und da hatte ich eine wunderbare Struktur. Das sieht man ja auch an Ihren Skulpturen, dass Sie Struktur sehr lieben. Sie haben ja nie jetzt zum Beispiel den Gips so flach gemacht, dass er dann hinterher bei der Bronze nicht mehr rauskommt, sondern da sieht man durchaus den Abdruck der Gipsbinden, die Sie verwenden. Ne? Ja, also ich durfte ja vor 2 Jahren in Goethes Garten in Frankfurt ausstellen und da hat der Professor Bunzel zum Beispiel festgestellt, das wären ja wie Mumien eingewickelte Tiere. Also von der Sicht habe ich es eigentlich nie gesehen, aber es überrascht dann, was man da so erfährt. Ja. Sie kommen aus Recklinghausen, ja. Sind 38 da geboren. Am 24. März 1945 haben die alliierten Bomber gerade mal eine halbe Stunde gebraucht, um ihre Heimatstadt in Schutt und Asche zu legen. Haben Sie Erinnerungen an den Krieg? Ja, ich habe meinen Kindern oft erzählt, durch den Krieg hatten wir so eine Kindheit.
Während unsere fünf Kinder sind hier sehr behütet in diesem damaligen Dorf Niederolm noch. Jetzt ist es eine Stadt, aber damals sind die sehr behütet aufgewachsen. Und während wir mussten damals fliehen aus dem Ruhrpott, sind dann zu einem Onkel, der hatte so ein Gut in der Nähe von Danzig. Dort sind wir hin, dann sind wir da wieder geflüchtet. Und ich kann mich erinnern, die Mütter waren da ja großartig, die Väter waren im Krieg, die Mütter hatten das alle zu bewältigen. Da wurde der Zug bombardiert und ich weiß noch, für uns war es aber Abenteuer. Mein Bruder und ich, wir mussten unter den Zug kriechen. Das sind so Erinnerungen noch. Und danach waren wir halt wieder im Ruhrgebiet, da wurde es wieder gefährlich. Dann sind wir nach Meschede. Da hatte eine Tante ein Haus und hatte auch Platz. Und da saßen wir im Keller und da wurde über uns das Haus bombardiert. Und wir waren Gott sei Dank nicht verschüttet, wir kamen raus. Und ich sehe meine Mutter noch, das konnte ich sehen, weil ich die Bettfedern flattern sah. Die ist hoch, hat das Silber aus dem Fenster geworfen. Und die Betten auch, aber ein Bett ist dann wohl aufgegangen, das war wie, für mich war das dann Frau Holle, ne? Also obwohl es unheimlich gefährlich war. Und wir mussten dann unter die Brücke, da lief die Ruhr, läuft ja durch Meschede, da unter die Brücke und da war unsere Mutter verschwunden. Also ich habe noch einen Bruder und das war mal so ein Schreckmoment. Also die Mutter war immer wichtig als Beschützerin, aber als die Stadt Meschede dann bombardiert war, das war für uns totales Abenteuer, in den Ruinen zu wühlen, nach Spielzeug. Die Frauen, die kochten mit ihren Öfen auf der Straße. Es war also ein Bundesleben total. Großes Abenteuer. Ja, es war ein Abenteuer. Wie hat Ihre Mutter Ihnen den Krieg erklärt? Für uns war das Normalität, das ist Krieg, das ist das Leben. Als der Krieg zu Ende war und die Flieger kamen noch, da habe ich mich immer in den Graben gestürzt. Und da hat sie gerufen, es ist doch Frieden. Und ich wusste gar nicht, was ist ein Frieden. Also für uns war das Normalität eigentlich. Das gehört zum Leben. Sich verstecken, weglaufen, stille sein. Also das sind so die Erinnerungen, dass das... Es war nicht der Schrecken. Es war totale Abwechslung. Die Mutter ging dann mal weg und kam dann mit dem Kochtopf mit Kartoffeln und einer tollen Soße zurück. Das Essen, da finden wir heute noch toll, was sie uns dann brachte. Also es war Abenteuer. Als Kind waren Sie extrem kurzsichtig? Ja, das wusste ich aber nicht. Und dadurch hatten Sie diesen mikroskopischen Blick, also für Sie war das... Ganz kleine, immer ganz groß, weil sie sehr nah rangehen mussten. Ja. Und das ganz große war eher verschwommen und. Vielleicht so. War dadurch der Schreck auch weg. Das wollte ich gerade fragen. Hat Ihnen dieser mikroskopische Blick geholfen, die Distanz zur, ich sag mal, grausamen Realität zu wahren? Ja. Ja, ich habe das gar nicht mitgekriegt. Ich habe andere Sinne wahrscheinlich entwickelt. Und zwar der Brandgeruch in der Stadt, wenn ich später, wenn wir mit Freunden Radtouren machten und wir kamen in ein Dorf, die Feuer hatten, sofort kam die Erinnerung dann an diese Geschichten. Also es waren andere Sinnesorgane, die Welt aufnahmen. Ne? Wie war dann die Nachkriegszeit für Sie und Ihre Geschwister? Wir kamen dann zurück, mussten in die Schule. Und da erfuhr ich zum ersten Mal, dass ich eigentlich, und mein Bruder auch, also wir fügten uns nicht ein, wir waren Außenseiter. Und zwar, wir hatten beide feuerrote Haare. Das war damals, wir wurden gejagt als Rotfüchse. Und dazu kam dann nochmal eine Kurzsichtigkeit, als ich dann erst mal in die Schule kam, da saß ich hinten. Und dann sah ich an der Tafel gar nichts, dann musste ich in die erste Reihe, da sah ich immer noch nichts, dann musste ich ganz nach vorne. Und dann kriegte ich eine Brille, ja. Weiß ich noch, so eine Runde. Ja. Und da sah ich plötzlich die Welt und dann ging ich zu einem
alten Nachbarn, so einem Opa, und war ganz stolz. Und da sagte er nur, du armes Kind. Also rote Haare und dann noch eine Brille. Und also wir waren tatsächlich Außenseiter dadurch. Okay. Ihr künstlerisches Talent haben Sie ja von Ihrem Vater geerbt, offensichtlich. Der wollte eigentlich auch Künstler werden, aber ist nicht so gut gelaufen. Ne? Ja, eigentlich fing es mit meinem Großvater an, der war Kirchenmaler. Mhm. Und zwar auf der Wanderschaft auch. Der war in Rumänien und hatte da die Kirchen innen und außen bemalt und wollte mit einem Freund dann nach Paris. Und der Freund sagte, in Dülmen ist eine Verlobung, also eine richtig schöne große Bauernverlobung, da fahren wir hin. Und da sind die dann hingefahren und dann, wenn man so ein westfälisches Bauernhaus kennt, da ist mittig die Tenne und eine riesen Tafel. Und da saß meine Großmutter und sah meinen Großvater und das muss ein sehr schöner Mann gewesen sein. Er hatte kastanienbraunes Haar. Und so ein Schnurrbart. Ja. Und da hat die sich in ihn verliebt. Mm. Und das war aber sein Untergang eigentlich. Oh Gott, das ist ja furchtbar. Und denn, wie ging das aus? Ja, die haben geheiratet und kriegten 8 Kinder. Und das Malen war natürlich vorbei. Da hat er ein Malergeschäft aufgemacht in Recklinghausen. Und mein Vater war der Älteste von den 8 Kindern und der durfte dann nach München auf die Akademie. Und dann kam aber ein Telegramm, damals gab es ja kein Telefon und so, Vater gestorben. Und da hörte natürlich nach 3 Semestern für meinen Vater dieses Künstlerische insofern auch auf, weil er ja die ganze Familie dann versorgen musste und musste dieses Malergeschäft übernehmen. Und ich glaube, meine Mutter hat mich nicht da unterstützt. Die hat nur immer gesagt, damit willst du mal Geld verdienen, wenn ich in Semesterferien so eine Figur gemacht habe. Während mein Vater hat mich da immer sehr unterstützt. Für ihn war das wohl sozusagen sein eigener Traum. Den er durch Sie noch verwirklichen konnte. Und das habe ich auch durchgezogen. Wann war für Sie klar, wo die Reise hingeht? Können Sie sich da an einen Moment erinnern, wo Sie gesagt haben, ja, das ist mein Weg, ich muss Künstlerin werden? Ja, ich war, ich habe ein Zwischensemester in England gemacht und habe da das Glück, den Henry Moore besuchen zu dürfen mit meinen Arbeiten, hat dann Korrektur gegeben und da sah ich, wie wunderbar man leben kann und er hat mich dann auch bestärkt. Er hat gesagt, wenn du besessen bist, mach es, tu es. Und da bin ich dann ins Britische Museum und habe einen Zeitungsbericht über Henry Moore, über die Begegnung mit ihm geschrieben. Und er hatte mir noch so schön ein Foto von sich signiert, To Liesel vom Henry Moore. Also, und das habe ich dann in Recklinghausen der Zeitung geschickt. Und an dem Tag, an dem ich dann in Düsseldorf mit dem Flugzeug landete, da hatte ich gebeten, soll das in der Zeitung sein. Das war dann da auch. Ja. Und da war mein Vater, stand da mit einem riesen Blumenstrauß und sagte, du darfst wieder nach München. Das war so, das war so der Trick der Tochter. Und da kannte ich den Johannes auch schon und habe gedacht, doch, wir probieren das mal. Nochmal kurz zurück zu Moore, was war das für ein Typ? Der Henry Moore war ein wunderbarer Mensch. Weltweit zu der Zeit war er der gefragte Bildhauer eigentlich. Hatte er Allüren oder? Nein, war er, und das war so schön. Er war so ein ganz bescheidener Mensch geblieben. Ja. Und das war so schön. Und ich hatte ihm, ich hatte da in Bournemouth unten an der Küste, war ich da auf der Kunstschule und hatte ein Köfferchen mit und hatte Steine am Meer gesammelt. Er hatte ja diese schönen Formen, großen Formen. Und die ähnelten so ein bisschen, alle, die dem Henry Moore ähnelten, nahm ich dann mit. Und da hat er sich unheimlich gefreut über die Steine. Und er setzte dann, und dann durfte ich dabei zugucken, mit Plastilin noch Stücke dran. Und das war dann schon eine Skulptur. Und er hatte aber 2-3 Assistenten. Die mussten das dann in groß umsetzen. Okay, klar. Also er war schon berühmt. Ja. In den 50er Jahren waren Sie ja dann auch an der Akademie in München bei Heinrich Kirchen. Ja.
Ich habe mir mal Werke von Heinrich Kirchner angesehen und ich finde, der größte Unterschied zu ihren Werken ist, dass er hauptsächlich Menschen dargestellt hat. Ja, vor allem und keine Tiere. Christliche aus der Bibel. Ja. Und das Tolle an unserem Professor war, er ließ einen auch gewähren. Er hat einem nicht aufgezwungen, ihr macht jetzt das und das. Wir mussten zwar auch einen Akt modellieren, das war natürlich auch sein Hammer. Ich war auch im Kloster, in dem Ursulinenkloster wurde ich erzogen von den Danziger Schwestern. Und wir hatten ja nie einen nackigen Mann auch gesehen. Ne? Das war so alles streng immer. Früher, wir gehören noch zu dieser Generation. Und jetzt sah ich nichts und wir sollten einen männlichen Akt modellieren. Ne? Das war also das Abenteuer auch. Der Mensch war eh für mich. Also ich fand fast langweilig, ja. Weil ich konnte dem kein drittes Bein machen. Das kann ich bei meinen Tieren. Ja, also insofern hat mir das da nichts gefehlt. Hat sie Heinrich Kirchner trotzdem beeinflusst? Ja, menschlich. Er war ein wunderbarer Mensch auch. Also wir hatten da immer Glück mit den Professoren auch. Sehr großzügig und liebte Feste. Wir machten großartige Feste. Wir hatten immer viel Spaß und Freude. Also die Freude am Dasein, das hat er auch verkörpert. Dann hat er Ihnen ja eine uralte Bronzegusstechnik beigebracht. Ja. Diese Bronzegusstechnik im Wachsschmelzverfahren. Das hat er, glaube ich, wieder ausgegraben. Ne? Der hat das. Er war erst Gießmeister an der Akademie und hat das von den alten Etruskern wieder ausgegraben. Das ist nennt man die verlorene Form. Man modelliert aus Wachs hohl und bettet das in Schamotte ein und das kommt dann in den Brennofen und Wachs verbrennt dann und in diesen Hohlraum fließt die flüssige Bronze. Und dann zerschlägt man die Form und das ist die verlorene Form. Und dadurch hat man diese Tiere, das sind alles Unikate, die sind so entstanden. 1958 nahmen Sie an einer Studienfahrt nach Brüssel zur Weltausstellung teil. Und da haben Sie dann auch Ihren späteren Mann Johannes kennengelernt. Haben Sie gleich gewusst, das ist er? Also der war schon da in der Kirchnerklasse, war Meisterschüler. Und der Professor kam nur einmal die Woche und schickte uns dann immer die Meisterschüler zum Helfen. Also wie gießt man einen Akt in Gips dann ab aus Ton. Und da hat der Johannes geholfen und so haben wir uns langsam kennengelernt. Und in Brüssel haben wir dann im Bus nebeneinander gesessen und so haben wir uns dann, so schnell, ja, sind wir uns dann näher gekommen. In Brüssel haben wir dann Unterkunft gehabt in so einer seltsamen Straße. Es war alles auch Abenteuer. Drei Jahre später haben Sie Ihren Mann Johannes dann geheiratet. Ja. Das war so genau diese Zeit, als Nikita Sonfal zum Beispiel sich gerade den Weg in dieser Männerkunstwelt freischoss mit ihren berühmten Schießbildern. Ja, die hat so auf Farbbeutel und auf weiße Reliefs, genau. Ja. Welche Rolle spielte die Emanzipation auch im männlichen Kunstbetrieb für Sie? Nee, also was war in Niederolm, liefen die Frauen und auch die Schwestern von Johannes eigentlich alle so in Kittelschürzen auch rum. Und das war mir schon fremd und ich war, glaube ich, die Erste, die hier durch Niederolm im Hosenanzug ging. Aber ich war nie eine emanzipierte, also Verfechterin der Emanzipation, das kann ich nicht sagen. Mir war wichtig, dass ich in meiner Welt, dass der Hannes es zuließ, so war es ja, wenn meine Mutter zu Besuch kam und dann hatte ich den Modellierbock in der Küche stehen, die kleinen, wir hatten ja die fünf Kinder dann drumherum und dann sagte sie immer, was du dir erlauben tust, das hieß, sei eine gute Hausfrau.
Das war damals die Einstellung. Und dagegen habe ich innerlich immer protestiert. Und gedacht, ich kann beides. Ich ziehe das andere auch durch. Sind Ihre Protagonisten, also Ihre Fabelwesen, sind die so unpolitisch, wie sie wirken? Ja. Also das hat für Sie eine Rolle gespielt? Also die entstehen eigentlich aus dem Bauch. Genauso wie wenn ich in Wachs modelliere, dann habe ich die Wachsplatte und das ist für mich so eine, dann lasse ich einfach alles mal laufen und fange an und dann sehe ich plötzlich etwas und dem folge ich. Also das ist eine wunderbare Lockerung zu den anderen Skulpturen wie Kunst am Bau, wenn ich für Kinder so bespielbare Skulpturen modelliert habe. Das war nach einem Modell, das war mit einem Zollstock, das musste genau stimmen. Da durfte auch nicht irgendetwas zu eng sein, dass sich ein Kind da einklemmt. Während diese Skulpturen, die konnte ich ganz frei, konnten die sich entfalten. Und so ist das auch, wenn ich jetzt die Scherenschnitte mache. Das ist für mich nach wie vor eine Erholung. Ich setze mich hin und alle gucken nach links, seltsamerweise. Aber beim Scherenschnitt gucken sie natürlich nachher nach rechts, weil das die Rückseite war. Dann fange ich einfach an und was daraus wird, aber politisch ist das nicht. Nein. Okay. Das ist ganz aus der Fantasie heraus. Auf der anderen Seite sind Sie gar nicht so unpolitisch. Sie engagieren sich nämlich bei Zonta International, das ist eine Frauenorganisation. Warum? Also da wurde ich einberufen. Das war in dem Jahr, als ich das fünfte Kind bekam. Und das war für mich so eine Art Befreiung, hier aus diesem Dörflichen raus, mal in eine Welt, um auch andere Frauen zu treffen, die einen Beruf haben, die nicht nur Hausfrau sind. Weil ich war hier umgeben nur von Hausfrauen. Ich war schon ziemlich einsam dadurch. Und das war der erste Schritt. Und der zweite war natürlich, wir setzen uns für soziale Belange auch ein. Zum Beispiel die letzte Geschichte war jetzt, da habe ich mich auch mit engagiert für Äthiopien. Da hat man gehört, die Mädchen, dass sie überhaupt mal in die Schule gehen dürfen, haben entdeckt, und zwar Nonnen auch, haben entdeckt, Mensch, fangt doch an zu sticken, die alten äthiopischen Muster in Tischdecken, in Shirts. Und die haben wir dann auch im Zonta-Club verkauft und haben auch jetzt eine größere Summe ihnen überwiesen, dass die bekommen 1 Euro für einen Tag Sticken, aber dürfen dadurch in die Schule. Also so Projekte, wo man merkt, ganz am Grunde muss man anfangen, man muss Bildung vermitteln oder ihnen helfen, dass sie da rauskommen. Und das schafft man nur durch Bildung auch. Und sowas unterstütze ich dann gerne. Kommen wir mal kurz noch auf Ihr Familienleben zu sprechen. Das fünfte Kind haben Sie ja gerade angesprochen. Sie haben 5 Kinder großgezogen. Wie muss ich mir das hier in dieser wunderschönen alten Kneipe der Wirtschaft zur schönen Aussicht in den 70er Jahren mit den 5 Kindern und Mutter, die eigentlich nicht nur Mutter, sondern auch Künstlerin sein möchte, wie muss ich mir das vorstellen? Wie war der Alltag da? Ja, der war, also was wir Frauen ja lernen müssen, durch zu strukturieren den Tag, dass alles funktioniert. Und ich, wo jetzt die Küche ist, das war mein Atelier. Ich saß da wie eine Concierge. Ich sah die Kinder die Treppe rauf, runter. Die Kinder wussten, die Mama ist immer im Haus. Aber sie hatten ihre Freiheit. Und, und 5 Kinder ist für Kinder ein Geschenk. Die sind also wirklich noch, durften auf die Straße raus, in die Felder und das haben die alles, das geht heute gar nicht mehr. Ja. Also die durften das noch. Ja, die sind, da hatte ein alter Bauer Pferde und Hühner und was sich alles, und dann da war haben das auch geholfen und so. Und da war das auch gar nicht schlimm, dass immer zu wenig Geld im Haus war, weil es gab ja viel zu erleben. Ne? Ja, also ich war immer heilfroh. Ja, wenn wir Brot, Kartoffeln und das auf dem Tisch hatten. Aber ich habe immer gesagt, auf Hoffnung hin. Und ich habe ja später hier die Kulturschmiede gemacht, 15 Jahre. Das waren fast 60 junge Künstler, die ich da auch ausgestellt habe.
Und denen habe ich immer gesagt, wenn ihr besessen seid, dann werdet Künstler. Und wenn ihr verzichten könnt auf Luxus, auf Reisen, wenn euch das wert ist, dann macht's, sonst nicht. Andere Eltern hatten seriöse Berufe. Wie ist man mit ihnen, ich sag mal, auf diesem kleinen Kaff Niederolm, das es damals noch war, heute ist es ja Stadt, wie ist man mit ihnen als freien Künstlern da umgegangen? Ja, da haben wir uns natürlich auch vertan. Als unser Professor, wir waren schon sehr stolz in München als Künstler und haben so auf die Kunsterzieher so ein bisschen immer runtergeguckt. Und wir wurden fast so erzogen, die Gesellschaft wartet auf euch. Und dann kamen wir an und machten natürlich eine Bauchlandung. Und niemand wartete? Nee, keiner wartete. Das war zuerst, musste man das auch wegstecken. Aber also ich muss sagen, wir haben das immer doch ganz gut hingekriegt. Wir haben dann Gussfeste gemacht. Der Hannes hat ja auch in Bronze dann gegossen. Das war unsere Überlebenschance. Und dann hatten wir 10 Leute eingeladen, dann kamen 3. Und zum Schluss hatten wir 100 eingeladen, dann kamen 300. Aber das hat 20 Jahre gedauert. Also einfach. Bis man sich so eine Sammlerschaft herangezogen hat. Und damals, das waren dann junge Studenten und später waren es dann Direktoren. Und inzwischen, muss ich sagen, verkaufe ich es bis nach New York. Das hat aber Jahre gedauert. Sie und Ihr Mann haben noch sozusagen eine zweite Heimat, nämlich Bacharach. Wie kam es dazu? Da war ich eingeladen zum Wettbewerb. Da wurde die Stadt saniert und da war Geld für Kunst am Bau frei geworden für den Marktplatz. Und da habe ich ein Modell hingebracht und dann habe ich mich erinnert, als Studentin fuhren die Züge ja damals 1956 noch langsam nach München und ich las dann immer, man fuhr fast durch die Häuser, Kaffee und Kuchen. Ja. Und da sage ich, du, da gucken wir mal, ob es das noch gibt. Und dann sind wir da auf die Stadtmauer. Bahar ist ja wunderschön. Und da war tatsächlich noch Kaffee und Kuchen, der Kranenturm. Und dann haben wir uns da hingesetzt und der Zug fuhr direkt, also hier. Aber wirklich sitzt direkt. Man ja. Auf dem Balkon und hier fährt der Zug. Wir haben es schief gelacht. Und der Hannes saß noch da und ich bin dann so langsam auf der Stadtmauer mal spazieren gegangen und 2 Häuser weiter war ein wunderschönes Fachwerkhaus und da stand zu verkaufen. Und wir hatten dann Hochzeitstag und ich hatte gerade einen großen Kunst- und Bauauftrag. Ich hatte also ein bisschen Geld. Okay. Und dann habe ich gesagt, können Sie uns nicht das Haus mal an dem und dem Tag, an dem Hochzeitstag zeigen, dass ich den rumkriege, den Hannes. Ne? Und dann hat das auch geklappt und dann sind wir durch das Haus und dann wie auf dem Flohmarkt. Ach, das sieht ja furchtbar aus. Die Elektroleitung hängt da rum. Und mein Gott, was muss man da reinstecken? Und dann sagte die, ja, wir können noch ein bisschen runtergehen. Und dann habe ich das, und dann sagt die eine Summe. Und dann habe ich gedacht, das Geld habe ich. Und dieses Bacharach hat 3-4 Etagen und fast 4 Meter, über 3 Meter hohe Zimmer. Oh, ja, das ist schön. Und das waren dann 8 Räume, ja. Leere Räume, die für Ausstellungen eigentlich zur Verfügung standen. Und oben haben wir noch, wo hätten wir wohnen können. Ja. Und dann haben wir zugeschlagen. Und da ist zwar auch viel Arbeit und Schweiß und Geld reingegangen in das Haus. Und in der Zeit waren die Kinder auch in einem Alter, wo die mal gerne für sich sein wollten, dass die Alten nicht immer kontrollieren. Und so sind wir beide Alte am Wochenende nach Bacharach, ja. Haben da renoviert, ja. Und die Kinder waren mal für sich hier. Das hat allen beiden gut. Bis auf der Hannes, der kann sehr schwer gehen. Und das ist Bacharach leider, ist ein Treppenhaus. Ist ein Turmhaus eigentlich. Also er muss Treppen gehen. Und das ist jetzt schwierig. Schwierig, ja.
Sie sind 57 Jahre verheiratet mit ihrem Mann Johannes. Ja. Und wenn man sie so sieht, dann strahlen sie als Paar immer so eine unglaubliche Ruhe aus. War das immer so? Ja, der Hannes ist ein ruhiger, besonnener Mensch. Ich bin impulsiver und irgendwie klappt das. Sie haben ja auch immer wieder betont, dass Sie nie künstlerisch Konkurrenten waren. Nee. Haben Sie sich eher ergänzt? Ergänzt im Künstlerischen? Mhm. Ja, nee, wir haben zwei ganz getrennte Welten. Mhm. Also so wie er arbeitet, so ist er auch. Und so wie ich arbeite, ich sage immer, ich bin Sklavin meiner Ideen. Also ich bin ein Springer und ein Schnellarbeiter auch. Ich muss das dann sofort umsetzen. Ja. Und da kommt mir natürlich das Material Styropor sehr entgegen. Ja. Das kann ich sofort umsetzen und sehe dann auch, ja, es wird was. Ja. Und das sind so die ganz glücklichen Momente, muss ich sagen. Denn wenn man so drei Ideen auf einmal hat und hätte jetzt so einen Stein, da würde ich ja verrückt. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Und was für ein Verhältnis, was für ein persönliches Verhältnis haben Sie zum Abrieb Ihrer Arbeit? Ich meine, Sie müssen doch die Styroporkügelchen im ganzen Haus finden. Ach, also pass auf. Ja, die meine Enkelin leider, ich dachte, die könnte ich zur Bildhauerin vielleicht machen. Also wenn die schon Styropor sieht, ne, kein Kügelchen darf einsehen. Aber da schüttelt man sich und dann fallen die ab. Also, kein Problem. Also wie so ein Hund. Ja. Sie haben mal in einem Interview gesagt, ich müsste mal Ordnung machen, aber dann habe ich wieder eine Idee. Ja, ist so, leider. Wenn ich anfange, Ordnung zu machen, beim nächsten Griff finde ich ein Stück Papier mit einer wunderbaren Struktur und dann lasse ich alles liegen. Gehe zu meiner Scherenschnittschere, zum Stift und bin glücklich. Ja. Und da merke ich, ich schaffe das gar nicht, Ordnung zu schaffen. Weil da kommen immer wieder neue Ideen. Ist also, aber nicht so wichtig, oder? Ich denke mal, dass mein Traum ist dann, wenn es dem Ende zugeht, wir sind alle endlich. Und so weit ist das ja auch nicht mehr. Mein Traum wäre natürlich, dann einfach mal umzufallen. Und ich schaffe es nicht. Ich habe zwar den Kindern versprochen, ich mache Ordnung noch, bevor ich gehe. Aber ich merke, wie schwierig das ist. Oder ich muss mir jetzt mal eine Disziplin aneignen, dass ich sage, nein, da machst du jetzt nichts draus. Ach nee, machen Sie mal lieber noch ein paar schöne Werke. Ja. Ja, mit Ihrer Besessenheit. Ne? Ja. Ja. Frau Metten, ganz herzlichen Dank für dieses sehr offene Interview. Ja. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche Ihnen, dass Sie lange gesund bleiben und noch viele schöne Werke schaffen können. Ja, vielen Dank. Es war auch schön mit Ihnen. Aber das mit dem Akt schneiden Sie raus, gell?